Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Unboxing-Video an diesem wunderschönen Mittwochmorgen. Und zwar geht es heute um The Elder Scrolls Online Imperial Edition. Sieht man mich da? Hallo, da bin ich. Das Ganze kommt für mich mit dem offiziellen Soundtrack. Kriege ich das scharf? Vielleicht kriege ich es nicht scharf. Nein, kriege ich nicht. Weil ich das Spiel ja vorbestellt habe. Und ja, schauen wir mal rein, was da so drin ist. Beziehungsweise wir können erstmal lesen, was da drin sein sollte. Steht das hier? Gut, hier sind die ganzen. Mach mal Fokus da bitte. Der kriegt das nicht gefokust. Also, auf jeden Fall, sind die digitalen Inhalte. Hier einmal, dass man als Imperialer spielen kann. Man kriegt ein Pferd, eine kleine Krabbe und Ringe. Hier hinten steht nochmal in schön der ganze Schmarrn drauf. Von Story und nochmal hier ein paar kleine Sachen. Die Statue, das Buch und die Karte. Hier auf der Seite steht hier irgendwas. Ja, hier nochmal kaiserlicher Reiseführer. Tut mir leid, ich muss das jetzt mit meinem Handy aufnehmen, weil ich keine gescheite Kamera habe. Eine Karte, die Statue und das Steelbook. So, schauen wir mal rein. Mal schauen, wie gut ich das mit einer Hand aufkriege. Ich habe schon mal ganz kurz reingeschaut. Sekunde. So. Mache ich jetzt am besten, wo ist die Vorderseite? So, rum geht das. So, machen wir mal auf das Ding. Na, Moment, das ist schwer mit einer Hand. Hä? So. So geht das. Wir haben hier einmal das Spiel im Steelbook, nochmal in einer extra Folie drinnen. Sieht schön aus, auf jeden Fall mache ich gleich auf. Dann haben wir hier eine Map, was höchstwahrscheinlich eine ähnliche Map ist wie die anderen, die ich in, Sekunde, wo habe ich stehen? Arm ausstrecken, da, in der Elder Scrolls Anthology drin ist. Lass ich mal gleich hier stehen. Kriege ich die einhändig auf oder muss ich euch dafür mal zur Seite legen? Bitte schütteln. Ich will sie ja nicht zerreißen. Ja, ich kriege sie glaube ich sogar auf. Moment. Einmal ganz kurz hier festhalten. Ah. So, eine Map von den ganzen Provinzen. Hier stehen noch die verschiedenen Bündnisse dabei, halt Merry Dominion, Dolchstoßbündnis, Ebernholzpakt. Wunderschön. Quasi genauso wie die anderen Karten auch. Ich lege sie mal zur Seite, dass ich sie nicht noch mehr zerdrücke, als ich sie sowieso schon zerdrückt habe. Was haben wir hier dabei? Das Entdeckerpaket, was mitgeliefert wurde mit dem beim Vorbestellen. Der Code ist übrigens wunderschön hier zugemacht. Man kann jedes Volk in jeder Allianz spielen. Einmal Autofokus bitte. Ach, der hat Probleme. Man kriegt ein Hoppla-Haustier und Bonus-Schatzkarten. Ist da noch was drauf? Und die Imperial Edition Boni habe ich euch ja gerade schon vorgelesen. Dann Garantiebestimmungen, bla bla bla. Was Interessantes dabei. Die Steuerung, die Standardsteuerung und natürlich die Sicherheitshinweise. Tschüss. So, die Molag-Bar-Statue. Die ist hier etwas im Dunkeln und vor allem ist sie auf der anderen Seite festgemacht. Und jetzt wird man gleich noch sehen, was hier noch so drunter ist. Und zwar haben wir hier noch ein schönes Buch drunter. Da kümmern wir uns gleich drum. Jetzt als allererstes muss ich schauen, dass ich hier die. Wie mache ich das am blödsten? Ich muss das hier mal auf dem Boden stellen.
Dann drehe ich den ganzen Schmarrn mal um. Da ist nämlich die Statue hier an so einem kleinen Drahtdings. Oh Gott, ist es da nochmal durchgefädelt? Soll man das nie aufkriegen oder was? Moment, ich hole mal kurz eine Zange. So, endlich ist das Ding weg. Jetzt muss ich den ganzen Schmarrn nochmal umdrehen. Aua, wenn ich da müsste nicht bei in den Arm schneiden. Im Karton. So, holen wir mal raus aus seiner Verpackung. Oh, da ist... Hier ist das gleich das erste Teil abgebrochen. Das fängt schon gut an. Erste Qualitätsmängel. Ja, super. Muss ich den hier heil da rauskriegen, den Rest auf jeden Fall. Das ist ja kein Problem, das kann man wieder ankleben, aber es ist auf jeden Fall was ich zu bemängeln habe schon mal da dran. Sonst an sich ist die Statue echt geil. Sieht echt geil aus, ziemlich detailliert. Schön, gefällt mir. Aber natürlich hier eine Waffe schön durchgebrochen. Naja, muss ich gleich kleben. Dann haben wir hier noch die Bodenplatte und den Schwanz. Hier drunter. Sachen mit einer Hand aufmachen, nicht? Also die einfachste Aufgabe im Leben. Kann ich irgendwie mit meinem Knie dagegen? Ja. So. Das war das Steelbook. Den kleinen Tisch habe ich mir ausgesucht, hätte einen größeren nehmen sollen. Der Schwanz tue ich gleich dran. Und die Standplattform, die ich wieder mit einer Hand hier rauskriegen muss. Verpackung auf Wiedersehen. So, wie gehört der jetzt da drauf? Ah, ich sehe schon. Sind das Haare oder sind das kleine Plastikteilchen noch? Das ärgert mich jetzt, dass da seine Waffe abgebrochen ist. So, die gehört höchstwahrscheinlich so da drauf. Oder andersrum. Nein, definitiv nicht andersrum bisher. Extrem behindert aus. Also ich muss mal so filmen, dass ihr auch was sieht davon, was ich mache. Moment. Wo sind da? Hier ist 1. Und wo ist das andere? Auch da hinten muss man ein bisschen. Ich fürchte, da brauche ich auch wieder beide Hände zu. Bin gleich wieder bei euch. So, schwere Geburt, aber letztendlich steht er auf seiner Plattform und hat seinen Schwanz wieder. Das, ja, klebe ich gleich an. So, jetzt schauen wir als erstes mal ins Steelbook, das ich so stilvoll runtergeworfen habe. Brauche ich da ein Messer zu oder kriege ich das so auf? Ich glaube, das kriege ich sogar so auf. Wenn ich jetzt nur was sehen würde. Ist es schon offen? Nein, ist es natürlich nicht. Ich will es auch nicht zerkratzen. Steelbooks können ja zerkratzen. Vielleicht hilft mir die Zange weiter. Was natürlich bei einem Steelbook viel sicherer ist. Tut sie sogar. Ich habe da jetzt leider nicht viel von gesehen, weil ich mit der Kamerahand festhalten musste, aber immerhin etwas. So. Das ist echt ein schönes Steelbook, vor allem weil hier innen
Dieser Kreis ist auch ein bisschen eingestanzt. Sieht man das von hier aus? Kann man vielleicht ein bisschen erkennen. Der ist ein bisschen eingestanzt. So, machen wir es mal auf. Jetzt muss ich wieder hier mit ein bisschen dagegendrücken. Hier sind gut die Installationsdisks. Jetzt für mich nicht interessant, weil ich das Spiel schon runtergeladen habe, aber trotzdem. 4 Stück ist ein relativ großes Ding auf jeden Fall. Aber sonst ist hier nichts dabei. Gut, machen wir wieder zu. So. Und kommen wir zum letzten Teil, zu dem Buch. So, da haben wir das Buch jetzt. Das hat sogar einen wunderschönen Streifen zum Aufmachen dabei. So, dann muss ich das noch aus der Folie gescheit rauskriegen. Ja, reißen wir es ein. Brauche ich ja nicht mehr, ist ja wurscht. Tschüss Papier. Hallo Buch mit schönen Lederriemen an der Seite, beziehungsweise wahrscheinlich kein echtes Leder. Und das fühlt sich auch sehr lederig an. Das hier ist der offizielle Tamriel-Reiseführer, beziehungsweise der verbesserte mit kleinen Kommentaren da drinnen. Ein kleines Vorwort. Ich blätter hier einfach mal ein bisschen durch. Cyrodiil, was haben wir hier? Hochfels. Leider wieder auf Deutsch, nachdem ich die Imperial Edition nicht mehr aus England bekommen habe. Da habe ich lieber auf Amazon Deutschland immer wieder F5 gedrückt. Hier habe verschiedene Waffen, hier mit den ganzen Kommentaren drinnen. Sehr interessant bestimmt. Schön. Das ist, glaube ich, wirklich das Tollste an der ganzen Edition hier, dieses Buch. Also wirklich sehr toll. So, das war jetzt dann im Endeffekt alles. Wir haben ein Buch, ein Molag Bal, der seine Waffe noch dran geklebt kriegt, ein Steelbook. Eine Map und digitale Bonusinhalte und eine riesen Schachtel. So, ich als erstes mal, schauen wir mal, gehen wir mal hier rüber. Ja, macht sich doch einigermaßen gut vorm Computer. Ich werde es mal, Moment. Ja, mal ganz kurz. Muss ich nur irgendwas über meinen Desktop-Hintergrund legen. Boah. Nein, es ist wieder zu hell wegen dem, weil ich da einfach nur 2 Ordner drüber gelegt habe. Ja, schaut doch gut aus, die Statue. Mal schauen, wo ich sie hinstelle. Ob ich sie beim PC stehen lasse oder irgendwo anders hin. Naja. Das war's allerdings jetzt mit dem kleinen Unboxing. Ich hoffe, es hat euch gefallen und euch einen kleinen Eindruck von der Imperial Edition gegeben. Ich weiß nicht, ob sie es mittlerweile wieder welche auf Amazon gibt. Sie sollte limitiert sein auf jeden Fall. 110 €, soweit ich mich erinnern kann. Ich habe es jetzt heute zum Geburtstag bekommen, weil ich habe heute zufällig Geburtstag. Und ja, wen es interessiert. Wenn es noch welche gibt, schlag zu. Weil ich schätze mal, nachdem die wirklich sehr limitiert sind, wird es auf eBay auf jeden Fall nicht mehr bald unter 200 bleiben. So, das war es dann allerdings damit. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Sieht man mich da? Nein, sieht man nicht. Doch, sieht man. Tschüss.